Ich glaube, wir sind in einer sehr herausfordernden Zeit. Es werden ganz, ganz viele Weine auf den Prüfstand gestellt. Und was wir sehen, auch in Konsumentenforschung und aus kommunikativer Sicht, dass insbesondere die Marken, die lange in gute Markenkommunikation investiert haben, heute auch die Weine sind, die viel resilienter gegen Krisen sind. Auch für ganze Weinregionen gilt das. Wer auf Qualität gesetzt hat und auf eine solide und ehrliche Kommunikation, der, glaube ich, wird auch durch diese Krise, wir haben die Corona-Krise ja auch schon teilweise sehr gut gemeistert und haben Gewinner der Krisen gehabt. Und die jetzige politische Krise ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber diejenigen, die da auf Kommunikation gesetzt haben und auf starke Marken und vor allem auf solide Qualität, das werden, glaube ich, auch wieder die Gewinner in dieser jetzt laufenden Krise sein. Ich glaube, da müssen wir die jungen Generationen anschauen. Da gibt es viele, die sehr, sehr bewusst mit dieser Welt umgehen wollen, und wir müssen ihnen Dinge an die Hand geben, damit das auch geschehen kann. Das sind natürlich Trends in Richtung vegane Weine, da geht es um Nachhaltigkeit. Ich denke, dass die organischen Weine wirklich eine gute Chance haben, breiter in die Masse getragen zu werden. Ich höre auch links und rechts immer mehr Winzer, die tatsächlich sich trauen, auf Biodynamie umzusteigen. Das mag jetzt der eine oder andere sagen, das sind aber doch ganz schöne Nischenthemen. Aber wenn wir ein Stück weiter in die Zukunft gucken, wo wir in 10, 20 Jahren sein wollen, dann dürfen das keine Nischenthemen mehr bleiben.